Dein Boogeyman, GG_W-Fracht. Wird es ein Making-of vom Polizistensohn-Video geben? Wenn nicht, warum nicht? Wir haben, glaube ich, keine Kamera mitlaufen lassen, oder? Eine Making-of-Kamera. Wir produzieren hier so viel am laufenden Band, da können wir uns nicht auch noch konzentrieren auf irgendwelche Making-ofs. Und wir wollen nicht die Praktikanten ausnutzen, die in anderen Firmen dafür zuständig sind, ein Making-of zu machen, weil sie quasi skillmäßig noch nicht im Main-Team mitarbeiten dürfen. Nee, Making-ofs interessiert, sind out. Seit jetzt sind Making-ofs out. Max Neumann, wahrscheinlich heißt der Max Neumann, fragt bei Twitter, lieber im Borat-Anzug die Show moderieren oder mit 20 Omis in der Nackidai-Sauna? 20 Omis in der Nackidai-Sauna. Ohne Frage, 20 Omis in der Nackidai-Sauna. Omi-Boy von den Ärzten, toller Song. Ich glaube von Die Beste Menschengestalt, oder? Weiß man das? Weiß man das hier im Raum? Weiß keiner. Die hören nur die Toten Hosen. Das sind echte Punker hier in der BTF. LorenzSimon@aol.de. Was? Das ist aber jetzt nicht wirklich deine... Dein Username ist gleichzeitig auch dein... Das ist keine gute Idee, LorenzSimon. Aber ist wahrscheinlich auch ein Gag. Das müssen wir aufpassen. Das ist wahrscheinlich kein Gag, sondern er will, dass wir das einblenden. Deine Freundin kommt abends nach Hause. Du bist vor dem Fernseher eingeschlafen. Was ist peinlicher? ZDF oder Sport 1? Sport 1, weil da abends irgendwie sexy Sportclips laufen. Ach Gott, wer sich heutzutage im Jahr 2015 noch vom Fernseher einen runterholt, während Sport 1, der muss einfach mal einen Kurs an der Volkshochschule für Internet belegen. Und ZDF ist mir nie peinlich, da kommen immer tolle Sachen. Dompilipu fragt, was kostet eigentlich so ein toller Ich-hab-Polizei-Image-Film und sattelt ihr jetzt komplett darauf um? Das hast du falsch verstanden, das ist einfach ein gaggiges Video, wo für jeden was dabei ist, sage ich mal so. Eine kleine Textaufgabe für den Lyrikstandort Deutschland. Einfach mal was raushauen, um mal so ein bisschen den Deutschunterricht wieder aufleben zu lassen. Und das war tatsächlich das teuerste Video, was wir jemals gemacht haben im Neo-Magazin. Ich glaube, mittlerer fünfstelliger Betrag von euren Rundfunkgebühren. Ja, aber man muss dazu sagen, dass wir geben ja auch nur Geld aus, was wir haben. Wir haben ein Budget zugeteilt bekommen und wir haben gesehen, es ist November, wir haben gut und wirtschaftlich gearbeitet. Wir haben 5 Segways gemietet und es war nur ein Segway, ich glaube, 2 Sekunden in dem Stück zu sehen. Und die restliche Zeit sind einfach die Leute vom Team damit rumgefahren, haben Einkäufe erledigt und ihre Familien beeindruckt. Und das Tollste ist, wir durften die Polizeihunde mit nach Hause nehmen. Weil wenn Polizeihunde Zivildrehs ausgeliehen werden, sind die danach für die Arbeit nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt haben wir halt 5 Polizeihunde hier in der BTF rumstehen. Total süß, total verspielt. Ein Praktikant wurde schon aufgefressen. Polizistensohn fragt, wie erotisch war für dich der Dreh mit der blonden Frau auf dem Motorrad für das Ich-hab-Polizei-Video? Sehr erotisch. Ich habe bei ihr eine Erektion gespürt und bei mir auch ein kleines bisschen. Silke fragt, Silke GTH, wer hat den Text geschrieben? Jan oder Dendemann? Jan Böhmermann hat den Text geschrieben. Duki Kati fragt, wie sind die Menschen auf den Berg gekommen, bevor es Skilifte gab? Natürlich mit diesen Wanderbindungen, die sind einfach hochgelaufen. Royal ist genauso französisch wie Royal, sagt Benedikt at bottom least. Die Frage ist, ob das Neo-Magazin sich männlich oder weiblich fühlt. Royale ist, glaube ich, weiblich dann, ne? Wir fühlen uns weiblich. Offensichtlich fühlen wir uns weiblich. Das ist auch der Grund, warum wir kein schlechtes Gewissen haben, nur Männer in die Sendung einzuladen. Weil die Sendung an sich, allein schon die Sendung, ist ja schon weiblich. Die Show ist weiblich. Wir fühlen uns generell als Sendung, sind wir eine weibliche Sendung. Und deswegen ist das eh hinten dran. Easy.